Sehr gut. So, aber komm mal her. Natürlich paralysiert ihr mich erstmal. Wie könnte es auch anders sein? Und natürlich zweimal hintereinander die Fullpara. Ach, ist das herrlich. So. Und Shigi erreicht Level 16. Und möchte den Biss lernen. Ja, das kannst du sehr gerne tun. Und zwar hierfür. Und Shigi entwickelt sich. Shigi entwickelt sich zu Shillock. Oh, sieht voll stylisch aus. Alter, wie groß. Dein Shigi wurde zu einem Shillock. Okay. So, dann haben wir Bisasam und Shigi zu Bisaknosp und Shillock mittlerweile entwickelt. Ein Glumanda wäre nicht schlecht. Ein Glumanda wäre echt nicht schlecht. So. Das Problem ist, wenn ich gleich Zico Bescheid sage, so lange wollte ich diese Aufnahmesession nämlich nicht mehr machen. Ich wollte nämlich noch was anderes tun. Den Hühnern geht's gut, den Hühnern geht's gut. Autsch. Der wird mich zerstören. Der wird mich eiskalt zerstören. Habe ich eigentlich schon Sichlor? Ich glaube nicht, oder? Also Sichlor könnte man doch eigentlich auch mal mitnehmen. Ich meine, warum nicht? Warum eigentlich nicht? Ja. Das hat super funktioniert. So ein Sichlor könnte man rein theoretisch mitnehmen, muss man aber auch nicht. Das habe ich genau gesehen. So. Das Ding kann ich aber auch, kann ich ehrlich gesagt eigentlich auch mal abbauen hier. Diese möchtige erste Pokémon-Arena. So. Moment, hatte ich nicht. Da fällt mir gerade was ein. Hatte ich nicht. Genau, ich hatte doch hier diese drei Knochen. So, warte mal. So, zack. So, jetzt hoffe ich, dass ich nicht sterben werde. Ich glaube, ein bisschen Sand und Glas, also sprich Glas, werde ich dann in der Zwischenzeit auch mal farmen. Oh shit, das war keine gute Idee. Das war keine gute Idee. Okay, ich habe mich gerade dazu entschieden, dass wir hier kein Gras hin machen. Okay, also mit Sachen Gras müssen wir hier ganz gewaltig aufpassen. Also ein bisschen ja, aber nicht sonderlich viel. Okay, am besten gar nicht. Vergessen wir das, ich habe nichts gesagt, das ist eine ganz, ganz beschissene Idee. Hier kommt nichts mit Gras hin.
Da muss ich mir noch was überlegen, was ich ja hier alles für einen Kack dabei habe. Ja, sehr gut. Wie alles einfach nur am Burn ist. Ja, okay, doch, er erkennt es. Sehr gut. So, dann ziehen wir gerade noch ein paar Treppen weiter. Oh. Okay. Damit man sich schon mal vorstellen kann, was ich hier ungefähr vorhabe. Ja, sensationell. Schon. Sehr gut. Tü-tü-tü-tü-tü. Ich glaube, diese Arena könnte echt gut werden, wenn wir uns hier für die Mitte, für dieses Klo-Plumpsloch hier noch etwas einfallen lassen. Hier mit den Steintreppen hier so eine richtig geile Tribüne machen. Und unten das mit den vier Kammern machen, wo man quasi wie in der 7. Arena der ersten Generation bei Pyro, wenn man da quasi solche Fragen dann beantworten muss. Also quasi einfach A oder B, sage ich mal, Antwort. Und wenn man dann quasi den falschen Knopf drückt, dann fällt man runter in den Ozean. Was passiert eigentlich, wenn man hier mit einem Pokémon kämpft und... Boah, ich muss dringend Gedöns abladen. Wenn man hier mit einem Pokémon kämpft und das Pokémon gerät in dieses Feuer. Das ist doch bestimmt auch nicht so geil. Ich habe so viel Mist einfach nur dabei. So, hier fliegt ein Zico rum. Was? Ja, das Geile ist natürlich, ich will Stuff abladen, aber ich habe hier überhaupt keinen Platz, um hier überhaupt irgendwas einzuladen. Das ist natürlich auch sensationell. Ja. Das ist natürlich sehr gut. Ich sehe schon, ich muss hier ordentlich aufräumen. So. Das ist eine sehr gute Idee. Ich werde übrigens zerstört werden. Ja, sehr gut. Nein, ich möchte nicht kämpfen. Dankeschön. Hm.
Ja. Es hat was. Ein legendäres. Das ist meine Chance. Okay. Ein legendäres im River-Biom. Was ist denn das River-Biom? Es gibt ja scheinbar auch NPCs, die Pokémon tauschen, wie Zico gerade meinte. Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Im River-Biom. Das muss hier irgendwo sein. Ist es auf unserer Insel? Das hier ist ja kein River-Biom. Ja, wo ist es? Das ist eine gute Frage. Zico fliegt hier auch schon rum. Verdammt, das wäre natürlich jetzt noch meine Chance, dass ich nicht ganz untergehe, wenn ich jetzt auch ein legendäres fangen würde noch. Aber ich glaube, ich muss auch Squeak der legendäre fangen. Also ich würde es da natürlich aufnehmen, wenn ich eins treffen würde. Ja, wo ist es? Das ist eine gute Frage. Es muss hier irgendwo rumgammeln. River, 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 River. Ist es unter Wasser? Können legendäre Pokémon unter Wasser spawnen? Es ist hier irgendwo bei uns? Wieso spawnen die auch immer nachts, wo man kaum was sieht? Ich sehe es nicht. Ich habe keine Ahnung, wo es ist. Wo ist das legendäre Pokémon? Ich finde es geil, wie dieser NPC hier immer noch die ganze Zeit in Mutzes Boot sitzt. Das ist echt herrlich. Das ist ein Mushas, das ist nichts Legendäres. Ah, okay. Dann komme ich auch mal rüber geflattert. In der Arena, genau. Und zack. Mit wem fange ich an? Vielleicht ist Lapras eine gute Wahl. Oh mein Gott, ich habe Angst. Ich habe solche Angst. Er wird mich zerstören. Damit fängt er an. Warte mal. Wenn er damit anfängt. Scheiße. Was mache ich denn dann? Das hier? Ich weiß nicht. Ist eigentlich egal. Dann darfst du auch zuerst weglaufen. Okay. Okay. Level 39. Level 39. Wieso Level 39? Wen lässt mich jetzt absichtlich gewinnen? Oh, Quick Attack, damit er mir noch mal eine reindrücken kann.
Natürlich treffe ich nicht. Wie könnte es anders sein? Alter, Waterpuls. Weil ja, Greninja ist weg. Easy going. Was? Ich kann den Namen nicht lesen wegen der Fripszahl. Warte mal, kann man nicht... genau, warte mal. Ach hier, das Ding. Okay. Ich greife einfach mal weiter. Ja, sehr gut. Das ist sensationell. Ich wähle Lapras. Lapras mit Eisbeam. Das war doch ein Vogel, oder? Ja, ich habe das doch eben richtig gesehen, dass das ein Vogel war, oder? Ich glaube schon. Lol, vielleicht mal verbrennt. Lol, wird Vogel brennt. Wie geil ist das denn? Ja, diese Arena, die ist nicht ganz ohne. Ja. Warte mal, Flug-Pokémon. Ich habe natürlich... Also dieses Fleckball, das geht mir bis auf die Eier. Boah, Level 66, ey. Das ist auch einfach mal so hoch. Natürlich. Das war so klar. Hey, jetzt hier nochmal richtig einen dicken raushängen lassen, ne? Komm, ich versuche mich mal zu boosten. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Recover. Okay. Okay, dann versuche ich mich nochmal zu boosten. Okay, jetzt bin ich doppelt geboostet. Komm, doppelt geboostet. Vielleicht kann ich Schaden machen. Dazu fällt mir einfach nichts ein. Boah, Level 66 ist das Ding natürlich auch schon. Psycho trifft den nicht. Ja, das ist korrekt. Hier kommt Blaze Kick. Alter, nehme ich einfach One-Hit mit seinem scheiß Level 66er. Hier, Quick Attack. Komm schon. Eine deiner Flugschwäche. Ach, so sauer. Das wäre mir gar nicht aufgefallen. Oh hier, Level Up. War geil. Ey. Geil. Ich wollte eigentlich noch was auswählen. Ah, okay, jetzt darf ich auswählen. Hier, machen wir mal dafür. Ich finde das geil, wie jetzt brennt sein Pokémon auch noch, aber es kriegt, glaube ich, keinen Schaden. Ich muss eigentlich auswechseln. Autsch. Ja, der Sandsturm. Ach scheiße, er kann ja nur diese Psycho-Attacke hier. Natürlich Unlicht. Das ist natürlich sensationell. Ja. Ah, er hat Zackerpatsch gemacht. Aber ich halte mich einfach hoch. Ja, dich habe ich einfach nur hoch. Ja. Nein. Ich habe das Ding klein gemacht. Wieso habe ich das Ding klein gemacht? Okay. Kann ich das wieder größer machen? Oh, verdammt. Alter, das ist klein. Ich kann die Schrift kaum noch lesen bei mir. Sollten einfach mal trollen. Oh, Sucker Punch. Oh, das hat schon wenig geklappt. Das ist natürlich ärgerlich, ne? Ach ja. Sollen wir es noch mal reinkommen? Wir heilen uns noch mal. Wir heilen uns noch mal. Ich greife es einfach gar nicht mehr an. Oh, guck mal. Wie ich Zico hier hinhalten kann. Wie er keine Chance gegen mich hat. Moment. Wieso habe ich gewechselt? Hat gerade irgendwas gemacht? Ich wollte nicht wechseln. Ach lol, es ist tot.
Wie weit ist es gar nicht? Ein legendäres ist im Savannah-Biom gespawnt. Das Geile ist, ich kann die, glaube ich, so auch hier überhaupt nicht angreifen. Ja. Das sieht nicht gut aus. Ich hau noch mal eine Quick Attack rein. Na ja, komm, jetzt kommt wahrscheinlich noch mal Latios, ne, das Ding kommt. Shadow Ball. Ja, so einfach nicht. Und das war's. Ja. Alter, wieso ist denn hier jetzt alles so klein? Ich habe irgendwas ganz Blödes verstellt. Okay, muss ich jetzt echt irgendwie so zurückschwimmen? Hui! Ja, das Blöde ist, ich kann jetzt gar nicht mehr zurückfliegen, weil, ja. Okay, ich würde sagen, ich gucke gerade noch, ob ich das legendäre Pokémon zufällig erwische. Wahrscheinlich wird Zico da schneller sein. Und dann werde ich diese ultra-epische Aufnahmesession auch beenden. Ich wurde mal wieder zerstört. Wahrscheinlich hatte Mutze sehr wohl Zeit. Lol, es ist schon wieder Raikou. Ich sehe es schon. Aber das werde ich niemals kriegen. Raikou zerstört mich. Er wird mich zerstören. Mal wieder. Verdammt, das wäre meine Chance gewesen. Jetzt ist Zico nämlich wieder da. Muss man gerade nochmal schnell heilen. Warte, wieso ist die Schrift so mega klein? Ich habe hier irgendwas verstellt. Ist es? Das war doch eben noch hier. Natürlich, der Zico, der kriegt schon wieder nicht genug hier, ne? Erst ein Latias oder Latios gefangen oder wie das heißt und nun hier noch zweites legendäres. Moment, kämpft er noch dagegen? Der hat Brüller. Ah, das ist natürlich böse. Aber Zico, jetzt zeigt er mir hier ein richtiger Profi, wie das geht. Ja, bam. Verdammt, ich kann nicht sehen durch meine Fripszahl, wie... Alter, das ist assi. Ist das assi. Okay, weißt du was? Bam. Scheiße. Nein! Verdammt, ein Ball. Der hat Brüller und der setzt auch immer Brüller ein. Okay. Versucht zu fangen. Verdammt. Lol. Zico hat Hyperwelle.
Das ist jetzt ein Scherz. Das ist jetzt ein Witz. Okay, ich glaube, ich werde jetzt ganz deprimiert die Aufnahme beenden. Ziegwort 2 legendäre. Ja, was soll man dazu noch sagen? Ich weiß es nicht. Latios, da steht's ja. Es ist Latios. War Latios ein anderes? Bestimmt dann. Latios und Raikou. Ja, das war ein wunderschönes Ende einer wunderschönen Aufnahmesession. Ich glaube, der Einzige, der hier was gerissen bekommen hat, das ist die QR2 legendäre gefangen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, ich habe meine Arena ein bisschen ausgebaut. Bin ein bisschen rumgelaufen, habe ein paar Pokémon gefangen. Hyperbell OP. Ja. Gut, vielleicht so. Ja, das, die hebe ich mir dann auf jeden Fall auf. Boah, das ist mein Inventar megamäßig klein gerade. Gut, dann würde ich mal sagen, war es das für diese Aufnahmesession. In der nächsten Session werde ich mal meine Arena da ein bisschen weiter verschönern und vielleicht werde ich auch mal ein paar legendäre Pokémon holen. Ich weiß es nicht. Mutz, ich brauche deine Hilfe, verdammt. Ich werde Zico niemals allein besiegen. Wir müssen am besten zu mehreren kämpfen. So, keine Ahnung, 3 Leute gegen Zico oder so. Irgendwie sowas. Boah, 2 legendäre, leck mich am Arsch. Ich werde mich jetzt klamm und heimlich verkrümeln und werde ganz deprimiert mich hier unter diesen Baum stellen und weinen, dass ich keine legendäre Pokémon habe. Aber irgendwann werde ich ihn besiegen. Irgendwann werde ich ihn besiegen. Ja, noch steht er da. Noch steht er da. Ja. Okay. Kommt jetzt noch irgendwas? Ich wollte jetzt eigentlich gerade die Aufnahme beenden, aber irgendwas kommt anscheinend noch. Crafting-Sachen. Nein, 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 nein. Nein, vergiss es. Nein, nein, nein. Nee, 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 so nicht. Die fange ich mir selber. Die fange ich mir selber. Nee, 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 nee. Ich verziehe mich. Das ist ein Witz. Ich will... Das... Okay, hier komme ich raus. Der will aus... Nein, 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 nein. Das... Also, nee. Nee, 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 nee. Das widerspricht meiner Ehre als Pokémon-Trainer. Das widerspricht meiner Ehre als Pokémon-Trainer. Ich glaube, ich werde ganz schnell die Aufnahmesession beenden, bevor Zico noch auf irgendwelche dummen Gedanken kommt. Na, dann kann man nichts machen. Ja, nee, nee, also, nee, nein, nein, nein. Das ist also, so nett ist auch gemeint, das legendäre Pokémon muss ich mir einfach selber fangen. Ansonsten bin ich es nicht wert, Arena-Leiter von dieser fliegenden Insel da oben zu werden. Also, nee, 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 das. Also, das Taubos, okay, das habe ich noch gerne genommen wegen Fliegen und so, aber legendäres Pokémon, das muss ich mir selbst erarbeiten. Ich muss es mir selber fangen. Gut, in diesem Sinne, das sieht schon echt cool aus. Ja, in dem Sinne, haut rein, bis dann, ciao.